Ich finde es eine ziemliche Frechheit, dass jetzt zum Beispiel in Berlin die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach nicht mal in der Lage ist, in Berlin quasi FFP2-Masken für Hartz-IV-Empfänger umsonst herauszugeben. Die Masken kosten in den Apotheken 2 bis 3 Euro. Wie soll es sich denn ein Hartz-IV-Empfänger noch leisten, sich vernünftig zu schützen? Die Stoffmasken, wenn man sich die überfüllten Verkehrsbetriebe anguckt, die taugen nichts. Es ist eine ziemliche Frechheit von dieser Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Frau Breitenbach, rücken Sie endlich die Masken raus. Bestellen Sie so viele Masken, damit alle Hartz-IV-Empfänger, Rentnerinnen und Rentner mit niedrigem Einkommen sich die Masken nur leisten können. Weil eine Maske darf nicht maximal mehr als 70 Cent kosten. Weil die Produktionskosten von einer FFP2-Maske sind 70 bis 90 Cent. Und es kann nicht sein, dass sie im Einzelhandel für 2 bis 3 Euro verkauft werden. Deswegen fordern wir jetzt und heute von Frau Breitenbach, bitte rücken Sie die Masken raus, bestellen Sie so viele Masken, damit alle, die sich nicht finanziell die Masken leisten können, auch sicher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Weil die Bahnen sind immer voller, immer unpünktlicher. Und wenn ich mir angucke, wir leben im Lockdown. Ich sage mal ganz ehrlich gesagt, wo ist denn hier bitte schön der Lockdown? Wenn ich mir die öffentlichen Verkehrsmittel angucke und die Straßen angucke. Und dann müssen Sie dafür sorgen, dass alle vernünftig und sicher durch die Stadt kommen. Also rücken Sie die Masken raus. Gibt es noch jemanden?